Die meisten kennen ihn nur als den König von Deutschland. Doch Rio Reiser war mehr als das. Mehr als nur der eine große Hit mit dem Ohrwurmpotenzial. Das Stadttheater Mönchengladbach setzt dem Ausnahmekünstler jetzt ein musikalisches Denkmal. Ab heute heißen wir Tonsteine Scherze. Das Stück geht zurück in die 70er Jahre, in die Zeit der Hausbesetzer und einer radikalen linken Szene. In ein Jahrzehnt, als politische Bands noch ganze Jugendbewegungen auslösten. So wie die Tonsteine Scherben, die Botschaften brachten wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Adria Linke spielt Rio Reiser, singt dessen Lieder auf seine ganz eigene Art. Und der Schauspieler ist klug genug, nicht einfach nur eine Kopie des Sängers anzufertigen. Eigentlich habe ich mich davor gedrückt, Rio Reiser zu imitieren. Ja, also eigentlich wollte ich das vermeiden. Ich glaube, das ist auch der Abend ist auch so gedacht, auch vom Regisseur, dass man versucht, sich selbst einzubringen und mit der Musik umzugehen. Es ist ja auch heutig, es hat ja auch einen aktuellen Bezug, das Ganze. Wir wollen jetzt nicht nur, auch wenn wir jetzt lange Haare tragen, wollen wir nicht nur irgendwie die 70er Jahre wieder auf Leben lassen. Vier Männer, zwei Frauen, die immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Mit diesem Ensemble geht Regisseur Heiner Kontschak auf eine lebendige Zeitreise. Ihn selbst kann man auch im Stück erleben, als Musiker einer Band, die fast die ganze Bühne einnimmt. Denn Rios Songs stehen im Mittelpunkt des Abends. Dafür wird der Schauspieler Adria Linke zum Sänger Adria Linke. So viel gesungen habe ich noch nie, wie an diesem Abend. Es ist richtig viel und ja, es ist eine Herausforderung, da freue ich mich aber auch drauf. Musik ist eine Waffe. Viel Musik erwartet die Zuschauer in Rio Reiser, König von Deutschland. Vielleicht etwas zu viel, denn bei all den tollen Liedern bleibt die Dramaturgie etwas auf der Strecke. Was die Musiker wirklich antreibt, ihre Entwicklung mit den Jahren, das ist nie wirklich das Thema. Wie im Geschichtsunterricht werden Daten und Ereignisse erzählt, selten gespielt. Ein paar Lieder weniger hätten mehr Zeit für eine gute Geschichte gegeben. Doch unter dem Strich erwartet den Zuschauer ein Abend mit viel Humor, tollen Schauspielern und richtig guter Musik. Ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich.